Mascot. Heute mit DJ Bobo, Johnny Byrne und mit mir, Agota Dimen. Und da ist der, das schnellste Maul von Mexiko, Dominik de Wild. Hey, so lang weg vom Bildschirm, das habe ich nicht erwartet, der Applaus. Merci vielmals. Sehr schön. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Nacht- und Nebelshow Dövi Late Night hier Half Life aus dem Mascot. Was haben wir sehen in den letzten Wochen? Sehr spannend. Der Bundesrat hat für Begeisterung gesorgt. Weltweit ist wirklich ein Bild, ist das Internet durchgekuscht, ist wirklich in ganz Afrika viral gegangen. Der Bundesrat, ja? Anna Berse persönlich, grossartig. Wieso? Weil er ist am Boden gekocht. Das ist natürlich Wahnsinn. Schau mal, Anna Berse hat es gar geheissen. Wow, so ist die Schweiz. Weißt, so sind die Bundesräte. Einfach bescheiden. Die sitzen einfach, schau mal, sitzen die mit dem edlen Zwirn, sitzen die dort vom UNO-Hauptgebäude in New York am Boden. Wunderbar. Was sind das für selbstlose Leute? Und man muss sagen, der Berse ist wirklich ein ganz guter Mann. Ja? Ich meine, der schaut zum Beispiel zu jedem einzelnen Sozialhilfebezüger. Schaut er ganz gut. Ja? Ganz gut schaut er zu jedem Einzelnen. Das ist zum Beispiel ein Fall. Und jetzt muss man auch sagen, dass der Berse wirklich einer ist, der überhaupt keine Angst hat vor irgendwie Dreck. Dem ist wirklich alles gleich. Der sitzt irgendwo am Boden, wo es gerade geht. Schau, es gibt Dokumente. Er lenkt hässliche Sachen an. Das ist wirklich absolut kein Problem. Ja? Der ist wirklich so ein bisschen viral gegangen, der Berse. Schau mal, wenn der jetzt. Schau, da haben wir ihn. Schau mal, da hinten. Herr Berse, darf ich Sie da hinten? Ganz schnell. Schau mal. Hei, 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 da haben wir ihn. So, jetzt wollen wir den Herr Berse irgendwo. Wenn wir den hinstellen, wo könnten wir den hinstellen? Wo könnten wir den hinstellen? Da aufs Pult. Da aufs Pult stellen wir den Herr Berse. So, ein ganz sympathischer, ganz einfacher Mann, hier, unser Bundesrat Berse. Ganz interessant ist aber eigentlich, was macht er denn eigentlich, der Berse? Tut er wahrscheinlich Aufzeichnungen machen über seine Erlebnisse in New York bei der UNO? Hm? Können wir vielleicht einen Blick drauf werfen? Schau mal. Oder wenn ich schon mal gedacht, hey, wenn ich schon mal bei der UNO bin, da sind ja so ganz spezielle Regeln bei der UNO. Ja? Muss ich mir mal durchlesen. Ganz spezielle Regeln. Haben Sie bei der UNO? Und dabei ist es aber auch gefährlich, in New York am Boden zu sitzen. Ja? Einfach so ein schwarzer Rucksack, ja? Mit dem Laptop drin. So zwei Schritte neben sich, neben dem UNO-Gebäude hinlegen, ist eine ganz gefährliche Sache. Nachher ist etwas Schönes passiert, haben wir exklusives Videomaterial dazu. Schaut mal drauf. Auch sonst hat es ja, während wir weg sind, im Bundesrat klopft, kann man sagen. Und zwar unser Liebling Johann Schneider-Ammann ist zurückgetreten. I have a dream. Das ist natürlich sehr bedauerlich für uns, die gerne ein paar Witze machen hier im Fernsehen über den Bundesrat. Aber jetzt hat sich ja jemand schon angemeldet, der den Posten übernehmen will. Und zwar Karin Keller-Sutter wird sich zur Verfügung stellen von der FDP. Kann sie wirklich Johann Schneider-Ammann, kann sie den ersetzen? Das fragt man sich. Sie hat dann auch schon ganze Haufen Namen bekommen, die so in der Presse umgereicht werden, wie man sie nennt. Man nennt sie, schau mal, Hooligan-Schreck, Punk-Fan, Locher im Schüpp. Locher im Schüpp. Das ist ein kleines neues Würstchen im Schlafrock. Das haben wir. Entschuldigung, ich nehme die zwei Blocher im Schipp. Ja? Mit Soße. Iron Lady, weil sie die Margaret Thatcher anscheinend so toll findet. Dann St. Galler Perle, finde ich sehr schön, wird sie genannt. Und natürlich Miss Perfect. Wieso? Es wird vermutet, dass sie für den Bundesratsposten einfach zu perfekt ist. Das ist, passiert auch nur wieder, weil sie eine Frau ist, oder? Also, ich meine, kann man denn zu perfekt sein für den höchsten Posten, den die Schweiz anzubieten hat? Ist das möglich?
Und vor allem sind in dem Fall die anderen Bundesräte, sind die so halb perfekt, könnte man fast sagen. Ja? Also Johann Schneider-Ammann, der war so halb perfekt. Oder halb wach, kann man sagen, halb wach. Ist er gesehen. Und deswegen, wenn wir jetzt mal schauen, wie sie sich so macht, sie hat den ersten grossen Auftritt, dann hatte letzte Woche eine grossartige Pressekonferenz. Schauen wir mal rein, was da so passiert ist. Bitte schön. Ich habe die letzte Woche genutzt, um mit meinem Mann, mit meiner Familie, mit meinen Freunden und auch meinen politischen Weggefährten die Situation zu analysieren. Und nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gelangt, dass ich mich der Partei für die Ersatzwahl von Bundesrat Johann Schneider-Ammann gerne zur Verfügung stelle. Sehr nah, kommt sehr nah an Johann Schneider-Ammann dran, muss ich sagen. Und sie hat dann auch gerade ihren Slogan gerade rausgebracht, nach der sehr passend, wie man findet, das wäre «Yes, we can!» Das wäre ein kleiner... Doch, wir wünschen alles Gute. Ein ganz kleiner Fun-Fact. Vor 8 Jahren ist es ja schon mal so weit gewesen. Sie hat es ja schon mal probiert oder hat es zur Verfügung gestellt und ist dann aber übersprungen worden. Und sie hat dann, nachdem Johann Schneider-Ammann gewählt worden ist, hat sie Folgendes gesagt: Käme eines Tages doch wieder zu einer FDP-Vakanz, würden Sie erneut antreten? Nein. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Ich finde, man kandidiert für den Bundesrat nur einmal. Entweder man schafft's oder man schafft's nicht. Ich wurde nicht gewählt. Das Thema ist damit erledigt. Bumm, weg. Karin, nicht lügen, ja? Gerade als Politiker kommt das nicht gut. Schau mal rein. Herr Graf, Sie haben die Fair Politics-Initiative lanciert. Können Sie uns erklären, um was es bei dieser Initiative genau geht? Ganz einfach. Mit dieser Initiative soll gesetzlich verboten werden, dass Politiker lügen. Wie soll man das überprüfen? Indem jeder Politiker in Zukunft einen von diesen fantastischen portablen Lügendetektoren aus meinem Haus auf dem Rücken trägt. Das ist doch ein Witz. Herr Weber. Nein, Politiker lügen nicht. Wenn das so ist, würden Sie sich einverstanden erklären, das Gespräch mit so einem portablen Lügendetektor fortzusetzen? Nur wenn er auch einen anlegt. Der portable Lügendetektor gibt es in 3 verschiedenen Grössen. Und ich muss sagen, er liegt äußerst angenehm am Rücken. Könnte bequemer sein. Herr Weber, Sie sind gegen die Fair Politics Initiative. Warum? Also, Politiker reden viel. Da kann es schon mal passieren, dass man einem hier aus Versehen eine falsche Aussage rausrutscht. Und die Initiative will uns für jeden Versprecher als Lügner anstellen. Verwirrt. Warum ist das jetzt eine Lüge? Ganz einfach, weil der Weber natürlich weiss, dass bei dieser Initiative nicht um Versprecher geht. Also, das war jetzt einfach ein Fehler. Aufpassen, Weber, Sie wissen, kommt das durch. Nach 3 Lügen sind Sie aus dem Amt enthoben. Super. Sarkasmus wird von dem Gerät auch als Lüge eingestuft. Ja, aber das zählt jetzt nicht. Also gut, Sie Schlingel, lassen wir es für einmal gut sein. Das heisst, jeder Politiker müsste mit so einem Rucksack, wo Ihre Firma das Patent drauf hat, rumlaufen. Nur wenn Sie in Ihrer Funktion als Volksvertreter öffentlich sprechen. Was kann ich? Sie wollen einfach Ihren Seich verkaufen. Und darum haben Sie die Initiative lanciert. Nein, das stimmt nicht. Mir geht es um eine fair gelebte Demokratie. Also ich würde die Initiative auch unterstützen, wenn ich keine Rappen damit verdienen würde. Und wenn Sie Politiker wären, dann wären Sie jetzt schon aus Ihrem Amt enthoben. Ja, Herr Weber, zum Glück bin nicht ich der Politiker da. Vielleicht sollten wir die Initiative auf Sie ausweiten. Herr Graf, das wäre doch eigentlich nur eine Idee. Herr Weber, tragen Sie eigentlich ein Tupi? Sicher nicht. Boom, er ist out! Aber wenn jeder Politiker nach 3 Lügen von seinem Amt enthoben wird, hätten wir schon bald keinen Politiker mehr. Ja. Nein! Wir gehen in die Werbung. Jetzt haben wir ein bisschen gehört, was andere Politiker so in unserer Sommerpause gemacht haben. Agota, erzähl doch ein bisschen du. Was hast denn du in der Sommerpause gemacht? Oh, lass mich in Ruhe mit diesem Sommer. Wieso? Das war heiß, ich habe gelitten und geschwitzt. Und so. Es liegt auch daran, was mein Freund Silvan mich immer noch nicht gefragt hat, ob ich ihm heirate. Stell dir vor, ich war letztens im Migros und die nette Frau an der Kasse fragt mich, haben Sie Cumulus-Karte? Und ich so,
Ja, ich will. Und nachher an der Straße fragt mich irgendjemand, hey, wollen Sie 10.000 Franken für den Igelschutz spenden? Und ich, ja, ich will. Und nachher, der Freund von mir fragt mich, Agota, da habe ich 2 Gratis-Eintritte für das Gölle-Konzert. Willst du's? Und ich so, spinnst du? Ich muss mit meinem Wunsch und mit meinem Traum in Öffentlichkeit gehen, ja? Deswegen habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet. Mhm. Das heißt, Silvan, heirate endlich deine Freundin. Mhm. Ich bin auch im Instagram und auch im Twitter aktiv. Also warte mal, das nennt man eigentlich, das ist Cybermobbing? Ja, natürlich, ja. Ah, okay. Okay. Ja, ja, ja. Und mittlerweile habe ich auch so Merchandising. Guck, ich habe auch so Kleber und Bierdeckel. Okay. Kann so ein paar kann ich euch auch geben. Ist denn der Silvan da? Ist der da heute? Ja, er ist da. Da ist der Übeltäter. Ah, da ist der Silvan. Aha. Ja. Also mein Wunsch, mein Ziel ist eigentlich jetzt mit dieser Hashtag No Pressure Druck auf ihn auszuüben, ja, national und dann global. Okay. Schließlich soll irgendwann die ganze Welt schreien, Silvan, heirate endlich deine Freundin. Also die ganze Welt sind nicht, aber immerhin 200, 300, 400 Leute rein, plus der DJ Bobo, ruft man es auf 3, Silvan, heirate endlich deine Freundin. 1, 2, 3. Silvan, heirate endlich deine Freundin. Hast du gehört? Hast du gehört? Darf ich mal Agota? An dieser Stelle. Jetzt ist fertig lustig. Wir alle, die ganze Welt steht unter Druck. Es ist nämlich, der Weltklimarat hat einen neuen Klimabericht herausgegeben und er sagt eindeutig, die angepeilten 2 Grad, wo sich die Welt noch erwärmen darf, bis wir ein ernsthaftes Problem haben, reichen nicht. Das ist viel zu viel. Allerhöchstens 1,5 Grad. Höchstens darf sich das Weltklima erhitzen, dass wir nicht in 30 Jahren alle in der Badhose Weihnachten feiern und weitaus schlimmere Probleme haben. Deswegen haben wir einen eingeladen, der wirklich daraus kommt. Er ist ein Klimaaktivist aus dem Thurgau. Herzlich willkommen, Wolfgang Imholz Nussbaum. Grüezi. Wolfgang, ich darf dir Wolfgang sagen. Aber gern. Wolfgang, ein Klimaaktivist, was muss man sich darunter vorstellen? Was machst du ganz konkret? Ich könnte mir vorstellen, du bist zum Beispiel heute ganz sicher mit dem Zug hier ins Maskau gefahren. Fast. Also mit dem Flugzeug. Ja? Okay. Also nicht nur mit dem Flugzeug, muss ich sagen. Aha. Also ich wohne in Amriswil unten im Thurgau. Da heisst, habe ich im Internet so eine Aktion gesehen, Internetaktion, Billett mit dem Flugzeug von Friedrichshafen auf Zürich, 12 Stutz. Hat mit Marlies mit dem Traktor rübergefahren, bin da geflogen, zack, das Tram genommen, da ane, ist mir immer noch 3 Franken günstiger gekommen, als wenn ich den Zug genommen hätte. Und die 3 Stutz kann ich zack gerade wieder reinvestieren in biologische Produkte. Also nein, warte mal ganz schnell, dass das richtig verstehe. Also du fliegst. Ja, nur Kurzstrecke. Ich sage immer, Aha. Think globally, fly locally. Okay, darf ich ganz schnell fragen, Wolf, es interessiert mich, was neben diesen Reisesachen, die du da unternimmst, was machst du sonst fürs Klima noch? Also ein grosses Thema sind natürlich immer die Lebensmittel. Bei den Lebensmitteln schaue ich wirklich ganz klar, dass ich ganz regional bleibe. Ich gehe nur regional posten. Mhm. Also wenn ich da mein Cola Zero oder meine Bananen oder Avocados hole, dann schaue ich wirklich die Poste nur zu Amriswil im Volk. Wäre ja völlig unsinnig, wenn ich da mit dem Dösch, der irgendwie auf Frauenfeld runterfahre und eine Papaya aus Mexiko hole, wäre völlig idiotisch. Darum immer lokal. Es gibt eine Ausnahme, da schaue ich wirklich Zwiebeln nur aus Ägypten. Warte mal, also Zwiebeln aus Ägypten ist ein völlig ökologischer Blödsinn, die gibt es ja am Thurgau. Ja, jetzt denkst du natürlich kurzfristig, gell? Also, die Rechnung ist natürlich die folgende. Man muss denken an die graue Energie von so einer Zwiebel. Was braucht es alles, damit es so eine Zwiebel überhaupt gibt? Ne? Da braucht es Leute, die die ernten. Jetzt, wenn man eine Zwiebel aus dem Thurgau holt, wer erntet die im Thurgau? Nicht der Bauer. Also der Urs und Petra, seine Frau, die hocken da den ganzen Tag in dem hohen Feld raus, erntet die Zwiebeln. Dann haben die natürlich am Abend Hunger, brauchen wieder Energie. Was nehmen die zu sich an Energie? Die gehen fressen in Leuenzammerswil, Cordon Bleu, Hacktätschli, Salat, noch irgendwie Grappa dazu, am Schluss noch Cremeschnitte, zack. Brauchst alles, eine riesen Energie. Jetzt aber zu Ägypten unten. Wer erntet die Zwiebeln in Ägypten unten? Sicher nicht Urs, sicher nicht Petra, sondern irgendein Habas, der Ahmed, irgendein Wanderarbeiter von Sudan oder so. Der erntet die, der frisst nicht Cordon Bleu und Hacktätschli den ganzen Tag. Der kommt höchstens irgendwie ein Schälchen Reis über, wenn es gut kommt, vielleicht noch ein Stück Brot. Das ist ein gemögiger Kerl, der braucht nicht so viel. Das heisst also, ökologisch gesehen, ist eine Zwiebel aus Ägypten viel nachhaltiger als alle aus dem Thurgau. Ja.
Das ist sehr ein interessanter Ansatz. Jetzt ist es aber leider bestätigt, dass wir runterfahren müssen. Und zwar rigoros müssen wir jetzt aufpassen. Nein, wir müssen mit dem Klimawandel runterfahren. 1,5 Grad höchstens. Was löst das bei dir persönlich für Gefühl aus? Ja, denkst jetzt natürlich wieder wahnsinnig kurzfristig. Muss ich natürlich sagen, auch dort beim Klimawandel, ob jetzt 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad. Ich bin ein Optimist. Ich glaube am Mensch, ich glaube ans Klima. Darum denke ich, könnte auch 4-5 Grad wärmer werden, wenn es nach mir ginge. Weil, jetzt musst du denken, Obacht, je wärmer es wird auf unserem Planet, desto weniger müssen wir im Winter anfangen zu heizen. Wir heizen weniger, wenn es wärmer wird. Das spart Energie. Das heisst, langfristig können wir den Klimawandel am besten bekämpfen mit dem Klimawandel. Noch wie, was? Muss es nicht nur hier haben. Muss es auch hier haben, gell? Gut, vielen Dank, Herr Imholz, Nussbaumer, Wolfgang, für den Einblick in dieses ganz persönliche Klima. Merci vielmals. Ja. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, heisst es unbedingt wach bleiben, weil der nächste Act, den wir jetzt hier auf der Bühne haben, der etwas wird vorspielen, ist wirklich die grösste Gefahr für das Klima im Augenblick. Der Weltklimarat hat uns den Auftritt verbieten, weil wenn der herkommt, dann geht das Klima weltweit automatisch um 0,3 Grad auf. Meine Damen und Herren, grosser Applaus aus Südostmalters, der Johnny Byrne! Saus, Hasseli. Ich heiße Tante Wong. Ich mache zuerst Vorspielraum. Du mir gesagt, du geh heute Fitness. Und warum ich dich sehe bei McDonald's? Big Mac Menü mit Coca-Cola. Und Chicken Nuggets 12 Stück dazu. Fastfood ist nicht gut, tut nicht gut. 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 Zum Beispiel Kinder in Schule haben große Probleme. Zum Beispiel viele Junge haben Probleme mit Buße. Fastfood ist nicht gut, tut nicht gut. Fastfood ist nicht gut, tut nicht gut. Besser du kommst zu mir, take away. Nimm du eine Verlulling, lolle hei. Denn ich koche für dich all night long. Ich bin heiße Tante Wong. Fastfood ist nicht gut, mag aggressiv. Und deine Fifli auch nicht mehr so stief. Weißt du was, das ist ein großes Problem, du. Ich sage du, mach mich fick und fertig. Weißt du, besser du gesunde Ernährung, bisschen Gemüse essen, okay? Ja, besser du Höhle auf Tante Wong, okay? Ha? Okay, ciao, Sasseli. Johnny Byrne! Schauen Sie das Programm schauen. Woku Hila heisst das Premiere am 31. Oktober in Luzern im Kleintheater und dann auf grosser Schweiz- und Kambodscha-Tournee. Schaut euch das an. So, jetzt zu einem anderen Musiker. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich bin wirklich auch ein bisschen nervös. Ich bin, glaube noch nie so nervös gewesen bei meinem Gast. Hi, hi, hi. Wer hätte es gedacht? Da ist er. Crazy! DJ Bobo! Hallo. Schön. Hi, hi, hi. Wow. Bobo, also wirklich, man hat schon viele Gäste sind da, schon, weißt, Dieter Meier, weiss nicht was alles, aber noch nie ist jemand so lang gestanden und hat sich abfeiern lassen, das gehört dazu. Du hast dich gut vorbereitet.
Ja, also komm, ich nur mehr, was soll man zu dir denn noch sagen? Ich meine, du bist wirklich der Gast, wo man die erste Sendung Deville hatte, wo es geheißen, wir dürfen Deville Late Night machen, hat mir gesagt, was, wenn du vergisst. Das erste, was ich gesagt habe, war, ich wollte DJ Bobo. Wirklich, das ist wahr. Angefragt wurde, abgelehnt, nein, komm nicht. Dann nächste Staffel, angefragt. Was hast du gemacht bis jetzt? Wieso erst jetzt, DJ? Ja, ich wollte mir zuerst anschauen, was du für ein Vogel bist. Ich habe ein paar Sendungen geschaut, ja. Und dann musste ich feststellen, Mann, der ist wie wir Schweizer. Der ist ein bisschen durcheinander. Der könnte Rösti graben und der hat uns gern. Und jetzt bin ich da. Bist du sicher, dass du meine Sendung geschaut hast? Ja, ja. Also. Nein, ganz im Ernst, es ist jetzt viel gelaufen. Ja. Du hast auch viel zu tun gehabt. Du hast eine neue Tour vorbereitet. Was läuft da? Was dürfen wir erwarten? Erzähl etwas. Ja, 2019 kommen wir wieder auf Tour und das Mal haben wir ein Thema, ein Fantasy-Thema kommen mit einem Raumschiff aus dem Weltall. Was ist das? Das ist DJ Bobo. Johnny, go. Richtig. Und kommen wir wirklich mit einem Raumschiff? Sehr futuristisch und reisen dann durch verschiedene Fantasy-Welten. Kaleido Luna heisst das ganze Ding. Wenn wir mal ganz ein paar Sekunden hineinschauen in die Show, was da geboten wird. Mal. Ja, schauen wir mal rein. A thousand dreams we can live. DJ Bobo, der grösste Popstar in der Schweiz, haben wir hier. Wow. DJ Bobo. Kaleido Luna. Ich schaue nein, ich meine, die fallen immer wieder neue Sachen in den Schwanz. Ich schaue, ich habe gesehen, ein drehendes Piano. Ich habe auch mal gesehen, im Trail, du hast ein Eisfeld auf der Bühne irgendwo. Auf 8 Meter Höhe haben wir ein Eisfeld gehabt. Hey, sag mal, was kifft ihr ganz genau? Also, ich meine, wie kommen denn auf so Ideen? Also, das ist ja wirklich einmalig in der Schweiz, dass jemand immer noch gespinnt das Zeug macht. Erzähl, wie kommst du auf die Idee? Ja, da muss nur Pause lang genug sein. Und dann sitzt man vor einem weißen Blatt Papier und denkt, was können wir wieder verrückt machen? Und es braucht wirklich 1 bis 2 Jahre zwischen den Tourneen, dass man auf Ideen kommt. Sich kann auch inspirieren, zum Beispiel irgendwo in Las Vegas oder auf der ganzen Welt ein bisschen schauen, was könnte man machen oder wo könnte es durchgehen. Und dann fängt man langsam an. Und dann gibt es so verrückte Sachen wie ein Piano, das rückwärts treibt, vorwärts treibt, aufflügt, runterfliegt. Und ein Eisfeld, das finde ich wirklich, also das finde ich fantastisch. Ein Schlagzeug, das so im Kreis um, kann man rundherum trümmeln. Giraffen, Raumschiffer, hast du vorhin gesagt? Giraffen? Ja, ja, Giraffen. Alles Mögliche wird bei dir. Und ich meine, es sind alle abgeschaut von dir. Deichkind, Kanye West, alle kommen natürlich jetzt mit so grossen Shows, weil sie DJ Bobo natürlich gesehen. Und es ist ja nicht immer so gewesen. Du hast ja nicht von Anfang an dick aufgedreht, hast du auch nicht können. Deine Karriere hat angefangen Mitte 80er Jahre, darf man das so sagen? Mhm. Und ich habe gerade ein Déjà-vu, weil wir hier sitzen. Ich glaube, hier hinten dran, habe ich 1986 an der DJ Schweizer Meisterschaft im Maskott mitgemacht. Und das letzte Mal, als ich da war, bevor 1986. 32 Jahre. Hey! Und genau von dem haben wir ein Video hier von dem Auftritt. Oh. Schauen wir mal ganz schnell rein. Schauen wir mal drin. Bobo Baumann! Uhlala! Uiuiuiui! Jetzt weiss ich, warum es Frauen so weit führen gesagt sind mit dieser Brust. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the big game was an Elm to Elm. So he's the fastest rapper. Yo, my name is B.O.B. I can rap my rap in the Superman's game. Und jetzt auf dem zweiten Platz, ihr seid sicher alle, steht hinter dem Mann. Er kommt aus Wohlen. Bubu! Zweiter Platz, DJ Bubu! Ja, Bubu! Bubu! Nee, gut, also was ich sehe, alle haben abgeschaut. Es haben alle ab, es haben alle vom DJ Bubu. Der Bubu. Das war noch nicht so bekannt und gleich schon weg. Ich habe gesehen, die Frisur 1:1 hat Paola kopiert, ein paar Jahre später. Sonst auch das Dress, du hast alles, was eine Boygroup erfüllt. Du bist wirklich eine One-Man-Boygroup. Hast du gesehen, auf der Seite ist eine Platte von Europe, der Final Countdown ist dort. Ist das mal der heiße Shit gewesen? Das war der real Shit gewesen. Oh mein Gott. Kann man... Also, Herr Bubu, ja. Du bist bei uns ein Maskottchen. Weil du hast einmal so ein Vampirshow gemacht. Ja, ja. Eben, und Transsilvanien-Vampir. Oh. 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 Schön. Also, Vampires Are Alive war wirklich ein Jahr lang Nationalhymne in Rumänien. Das ist wirklich wahr. Ja.
Aber wir wollen jetzt nicht so ins Fantastische hineingehen. Du bist zum Beispiel auch der erste Künstler gewesen, aus dem Westen. Mhm. Erzähl selber. Wo ein Konzert in der Mongolei gegeben hat. 2002, ja. Das war sehr speziell. Das ist kein Witz, das sind 18'000 Menschen gekommen. Und es wirklich Leute, die auf dem Ross zum Konzert gekommen sind, das Ross vor dem Stadion angebunden haben. Okay. Ticket in der Hand auf dem Ross. Ja. Wir haben das gefilmt, das haben wir jetzt aber nicht. Nein, das haben wir nicht. Aber das haben wir. Und das war wirklich ein riesen Erlebnis. Niemand spricht Englisch, oder damals hat Englisch können, in der Mongolei, aber alle haben Songs können singen. Das ist ein riesen Erlebnis. Also, erstaunlich, du bist jetzt gerade vor 2 Wochen bist du zu Lima gesehen. Da geht er mal auf Lima, machen wir mal ein kleines Konzert. Wie viele Leute sind gekommen? 8'000, schön. Gott verdammt sich! 8'000? Das ist schön. Ja, das haben wir. Sehr lustig war es. Meine Band und die Leute, die mitgekommen sind, am Flughafen habe ich ein WhatsApp bekommen und es stand ein grosser Empfang draußen, macht dich auf was gefasst. Okay. Und dann sage ich zu meinen Kollegen, die wir aufs Gepäck warten, Jungs, ich muss euch etwas sagen. Ich habe einen speziellen Namen in Lima. Ich bin hier El Rey del Tecno. Und die haben natürlich alle, El Rey del Tecno, super lustig. Ich sage, wartet mal ab. Dann sind wir rausgekommen, Tür aufgegangen am Flughafen und dann hat es gemacht. Eine riesige Menge Leute und alle haben geschrien und Freude gehabt. Und die haben nur noch gesagt, das ist in dem Fall El Rey del Tecno. Hey, der König also für des Techno. Die Leute haben das als Techno-Musik, nennt ihr das vor. Und es ist ganz lustig, wenn man das so sagt, everybody move your feet. Und wir mit unserem Verständnis für Techno, das passt irgendwie nicht so zusammen. Irgendwie nicht ganz. Aber es ist ja gleich so etwas. Eurodance hat das da mal geheißen. Jetzt auf der neuen Platte dürfen wir auch mal zeigen. Komm, wir mal das gut. Hey, Vinyl. Eine neue Platte. Ja, und das ist wirklich eine richtige Platte. Das, ich habe sie wirklich durchgelost. Mein Lieblingshit war ja gewesen. Ist mir tagelang nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Hört die Platte nicht. Es wird schrecklich sein. Es ist ein riesen Hit, muss ich sagen. Aber es ist ja nicht mehr Eurodance. Es ist wirklich ein multinationaler. Unterdessen sind das Soundtracks zu den Tourneen geworden. Weil unsere Tourneen sind im Verhältnis zu den Musikverkäufen so viel grösser, dass wir uns entschieden haben, schon vor etwa 12, 13 Jahren, wir machen den Soundtrack zu den Tourneen. Okay, Soundtrack. Das war eine weise Entscheidung. Und das ist Kaleido Luna, wo jetzt ab Januar große Tournee. Dann haben wir noch etwas Schönes vorbereitet für dich. Und zwar haben wir gesehen, du hast schon. Biografien sind schon rausgekommen, 2, 3 Biografien über dich, mit dir zusammen auch zum Teil. Oh, ja. Und da sind wir ein bisschen von den Titeln, sind ein bisschen, hat uns jetzt nicht so. Das neueste heisst, das neueste Buch von 2016 heisst Popstar, der ganz normale Wahnsinn. Da geht noch mehr. Und wir haben unsere besten Leute darauf angesetzt. Okay. Machen mal die richtig gute DJ Bobo-Biografie, die man wirklich dir aus den Händen reissen würde. Kannst du annehmen? Ich denke, es ist mal Zeit jetzt. Ja, wieder mal eine schreiben nach 2 Jahren. Und hier sind unsere Vorschläge. Schau mal. Okay. Der erste. Darüber. Ganz etwas Feines. Bobo bei René Baumann. Ganz etwas Sympathisches finde ich, etwas Ehrliches, Nachdenkliches. Sehr schönes Bild auch, ja. Ja, und ich meine, du bist jetzt auch schon, sag selber. 50. Gottfried Stotz, 50 ist der Mann. Gehen wir mal zum nächsten. Was haben wir da? Frieden, Freude, Eierkuchen, etwas jugendlich sympathisch. Ja, ein bisschen richtig Bäcker. Gell? Richtig. Ja. Dann etwas, was ich auch spannend finde. Ein Bo kommt selten allein. Oh, schön. So schön. Das wäre etwas. Philosophisch, die Dualität von dir. Schau mal, der Bobo unten, der Bobo oben. Toll. Und wenn er unten noch ein bisschen traurig schaut, aber oben hat er es geschafft. Und er hat noch Haar. Ah ja, richtig. Wie Tante Wong vorig. Mega gut. Was haben wir noch? Haben wir noch? Wir haben so viel. Klein, aber Bobo. Haben wir etwas, so ist er sympathisch. Eine Bobografie. Du bist wirklich realer Gangster-Rapper. Du hast Fußstick hinter den Ohren. Du hast schon ganz krasse Sachen durchgegeben. Und wenn wir wissen, was alles der DJ Bobo auf dem Kerbholz hat, bleibe dran. Jetzt zu etwas Kaltvollem, Wissenswertem. Eigentlich nicht wirklich überraschend. Laut einer staatlichen Umfrage sind 73% von allen Schweizerinnen und Schweizer die Überzeugung, dass es mehr in unserem Universum und darüber ausgibt, als die Wissenschaft bisher erforscht hat. Hingegen behauptet 26%, sie kennen alles im Universum und 1% ist der Meinung, sie selber seien das Universum. Aber wer hat recht?
gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Wir machen den Check. Gibt es einen Pirat, der ausschließlich alte Hausfrauen ausraubt? Einen schönen guten Morgen, da ist der Mensch. Aha, okay. Dann zeig uns eine menschliche Kichererbse, die alles lustig findet. Und das ist eine ganz wichtige journalistische Doktrin. Und die wird in der Weltwoche, hochgehalten. Okay, aber ein Kakerlaken, der ausschließlich schwedische Kinderlieder singt, das gibt's nicht, oder? Mein Name ist wieder Carina und ich stelle fest, es stimmt. Willkommen zurück bei der Late Night. Neben mir sitzt der DJ Bobo. So viele Fans im Publikum. Aber wir haben auch wirklich einen Fan gefunden, der 1995 war es gesehen, will es gerade selber erzählen, nicht die besten Erfahrungen gemacht hat mit dem DJ Bobo. Und das ist unser Gabriel Vetter. Gabriel, erzähl ganz schnell. Ja, können wir mal klatschen für den Gabriel. Erzähl. Ja. Was? Du bist ein wirklich DJ Bobo-Fan gewesen? Ja, ich bin mega nervös. Das ist jetzt wie der DJ Bobo. Also, es war so. Ja. Es war 1995 oder 1994. Mein Firmengötti hat mich eingeladen an ein Konzert vom DJ Bobo in der, ich glaube, St. Ottmar-Halle in St. Gallen. Mhm. Und dann sind wir dort an und es war mein allererstes Konzert gewesen. Und ich glaube, das war der Tag, als ich das erste Mal auch hatte, auf Alkohol trinken durfte. Hat man so ein halbes Hutsch gegeben. Ich dachte, das ist viel. Hutsch, DJ Bobo, wow! Mhm. Ich bin dort an und es war ein grossartiger Tag gewesen. Und nachher habe ich mein ganzes Sackgeld, das ich wirklich das ganze Jahr lang zusammengespart habe, ich irgendwie, weiß nicht mehr, was es gekostet hat, irgendwie 25 Franken oder so. Ich habe wirklich 25 Mäuse am Bauer tot abgegeben. Für jeden hat man einen Stutz bekommen. Dort habe ich wirklich lange daran geschafft. Die 25 Stutz habe ich investiert in ein T-Shirt von der Tournee vom DJ Bobo. Jetzt kommt jetzt der tragische Teil. Und jetzt kommt der tragische Teil. Haben wir Musik dazu? Haben wir schöne Musik dazu? Erzähl. Ich war jung und in St. Gallen an einem Merchandising-Stand und habe ein T-Shirt gekauft mit meinem ersparten Taschengeld. Und dann wollte ich die heiße T-Shirt anlegen. Und es hat zwar gepasst, aber es hat so wahnsinnig viel unglaublich beißende Fasern drin. Und es hat so fest gebissen. Und ich aber dachte, nein, du musst das T-Shirt anlegen. Die Liebe zum DJ Bobo ist viel mehr wert als der Schmerz, den ich da jetzt habe. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, es langt, es ist genug. Der DJ Bobo ist dir viel wert, aber jetzt musst du loslassen. Und dann habe ich das T-Shirt am Hund gegeben. Und seitdem schuldest du mir einfach nur 25 Stunden. Wow. Gabriel! Das hat mich so mitgenommen. Das ist so schön. Also es stimmt einfach wirklich. Ich weiß. Habt ihr nie mehr Rückmeldung bekommen zu dem T-Shirt, dass das so gebissen hat? Das hat so gebissen. Es ist nur. Es war ein einziges unter Millionen und das hast du verwünscht. Ja. Ich komme rüber, super, oder? Aber wir haben. Auf den Moment habe ich so lange gewartet. Jetzt hat er es mir endlich können. So, jetzt kann ich mich wieder gefasst. Ja. Wir wollen das gut machen. Wir wollen. Als Rechtsstaat in der Schweiz. Mit Zinsen denken, sind da mittlerweile. Mit Zinsen. Haben wir gedacht, wir drücken meine ganze Evolution auf ein T-Shirt. Sagst du jetzt und ich schenke dir jetzt das T-Shirt. Sicher nicht! Ja, natürlich, was haben wir gesehen? Oh, ist das schön! Oh, ist das schön! Doppel XL! Ja, das ist schön! Warte! Ja, ist ganz weit! Es ist sehr weit! So schön! So, aber, Moment! Also, Entschuldigung! Aber hey! Ja, ist gut! Nein! Jetzt exklusiv! Für den Gabriel Vetter vom DJ Bobo eine ganz persönliche Rap-Zeile für ihn. Music is what I'm living for. Hit the dance floor like there ain't no more. Ain't no more time for taking your chance. Jam, jiggity, jam to the summer romance. Wave your hands in the air, everyone and everywhere. Move your body, jump around, check it out with the sound. Everybody, und das war's auch schon wieder gesehen mit Dirty Late Night. This is the song. Wenn wir noch ein bisschen weiterrappen, danke fürs Einschalten. Schauen wir uns noch ein bisschen rein. Johnny Byrne und
vielmals. Gute Nacht, bis nächste Woche.